Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen zum Recap vom Imola Grand Prix. Und ja, was soll ich sagen, es war ein sehr langweiliger Grand Prix. Es war auf jeden Fall der langweiligste Grand Prix der neuen Ära, also der neuen Generation. Es gab keinen harten Fight um den ersten Platz, es war einfach, ja, fade, wirklich. Also es gab zwar das ein oder andere Überholmanöver, aber auch in der Vergangenheit hat Imola gezeigt, ja, es gab zwar ein paar Unfälle und so weiter, aber jetzt keine harten Fights, keine vielen Überholmanöver. Es ist halt einfach eine enge Strecke mit, ja, wenig DS-Zone, und das ist auch das Problem. Aber jetzt starten wir mal rein. Fangen wir gleich beim Start an, und zwar, ja, war das echt ein grausamer Start von Charles Leclerc. Auch weiter hinten gab es von dem einen oder anderen jetzt nicht gerade den besten Start. Die Red Bulls sind gut weggekommen, ist auch aufgefallen, dass generell die rechte Seite viel schlechter wegkam wie die linke Seite. Keine Ahnung, vielleicht liegt es auch daran, dass du vielleicht die Strecke ein bisschen hängt, dass da so ein kleines Pechchen war. Es hat ja auch vorher geregnet, sehr stark geregnet, dann hat es abgetrocknet. Ja, die logische Konstante war auf jeden Fall, dass Max Verstappen den ersten Platz dadurch errungen hat, auch Perez direkt auf 2. Norris, glaube ich, ist auch noch vorbeigegangen. Leclerc war dann Vierter. Und ja, weiter vorne gab es dann ein sehr... Ja, wir gucken uns hier mal den Start an. Ich hoffe, der wird nicht gestrikt. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt. Und hier sehen wir auch, wie dann Leclerc stehen blieb eigentlich fast. Und die Gischt ist ein Wahnsinn. Ja, direkt abgedeckt. Auch Perez hier nebeneinander, dass ja keiner vorbei kann. Und ja, Pause hier mal kurz. Und in der ersten Kurve dann kam ein sehr dummer Zwischenfall zwischen Daniel Ricciardo und Sainz, der ja eigentlich richtig unter Druck steht. Er hat zwar einen Vertrag bis 2024 jetzt unterschrieben, aber er steht bei Ferrari richtig unter Druck. Man muss auf jeden Fall sagen, dass ja ein Unfall von Ricciardo, natürlich, man hat wenig gesehen, es war rutschig, also über den ersten Körper drüber, hat es leicht weggedreht, und dann hat der Sainz, der richtig gut Platz gelassen hat, das werden wir auch gleich im Anschluss sehen, den hat er dann weggedreht. Bottas hat dann auch einen Rand geschoben, es war so eng, man konnte nicht sehen, nass. Das Rennen war dann für Sainz leider vorbei, er ist im Kies stecken geblieben. Gucken wir uns mal hier mal an, hier gehen alle mal in die erste Kurve, und dann, ja, hier sehen wir es auch, wird er weggedreht, auch Bottas, leicht involviert, war natürlich unschuldig und wieder im Kies stecken geblieben. Die Fans haben den ausgeboot, das hast du regelrecht im Fernsehen gehört. Ich hoffe mal, hier nochmal kurz die Replay. Nein, das war schon der Start. Hier haben wir mal ein Bild davon, hier ist auch im Kies stecken geblieben, und ja, da haben wir die Reaction. Und ja, außen hier, man sieht auch richtig, wie Sainz Platz, wie Sainz richtig nach außen fährt. An der Onboard-Sicht wird es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Der Start von Sainz auch eher mittelmäßig, würde ich mal sagen. Aber er ist auch an der rechten Seite gestartet, deswegen war es auch nicht so einfach. Links ist jetzt Ricciardo ein bisschen weiter hinten, und dann wupp, bekommt er so diesen Schlag, und ja, das war vielleicht, wenn Bottas nicht angedacht hätte. Also Bottas ist ja dann auch Ricciardo, er war nicht primär schuld dran, aber wenn er nicht angedacht hätte, wäre er nicht noch weiter reingerutscht sein und hätte weiterfahren können. Aber hätte, wäre, wenn, er kann nichts für, man will jetzt auch nicht, ich will jetzt auch nicht viel raussagen. Gab natürlich Safety Car, weil Sainz nicht mehr wegfahren konnte, und ja, das blieb dann auch ein paar Runden lang, bis dann in Runde 5 der Restart, okay, blieb ein paar Runden lang, ja, von Runde 1 bis 5, bis dann der Restart kam. Da war alles andere als okay. Beim Crash, also bei diesem Zwischenfall, war auch noch Mick Schumacher weiter vorne an dem Crash involviert, zwischen ihm und Fernando Alonso. Hat es dann weggedreht, und also er ist über diesen, in Kurve 5, in dieser gleichen Kurve, über den Curb innen gefahren. Der war auch so rutschig, und dann hat es leicht weggedreht mit dem Hinterraffen, dann die komplette rechte Motorabdeckung von Fernando Alonso eingedrückt, hier auch am Bild. Musste dann leider abstellen, weil es einfach ein zu großer Schaden war. Das ist natürlich so schade, wenn das passiert. Dann endlich in der 8. Runde hat sich Leclerc ein Herz gefasst, hat dann seine Aufholjagd, würde ich mal sagen, begonnen. Norris vorbei. Dann begann in Runde Nummer 19 die Boxenstops. Und was soll man sagen? Auch da makellos. Unsafe Release von Ocon weiter hinten. Also es war ja zuerst feucht, man ist mit Inter gefahren. Ein paar haben dann auch auf Inter nochmal gewechselt. Dann ging dieses Spiel los. Wann wechsle ich von nass auf Trockenreifen? Und das ging dann ziemlich schnell. Ricciardo hat es eingeleitet in der 15. Runde, also ich weiß nicht mehr genau, nagel mich nicht fest, bis dann alle nachgezogen haben. Runde 19 war, glaube ich, so ein bisschen der Hotspot. 18, 19 waren viele drin, 20 dann die Nachfolger, also diese letzten hinterherfahrenden. Auch Hamilton, der wurde hier, ja, von dem Unsafe Release von Ocon, ja, fast
abgeschossen in der Box, aber bei der 80, bei dem 80 km/h Speed Limit ist das, glaube ich, nicht möglich. Ja, so gelang es dann auch Leclerc an Perez dran zu kommen, und dann haben sie die auch einen Fight geliefert, aber ja, mit dem schlechteren Ausgang für Leclerc. Die Red Bull waren dieses Wochenende echt stark, also auch im Qualifying hat man das schon gesehen. Mick auch ein Rennen zum Vergessen, zuerst zerstört er Alonso das Rennen, dann wieder hier abgekürzt, weggedreht, noch ein Dreher. Die nassen Bedingungen stehen Mick Schumacher nicht und noch nicht, oder keine Ahnung. Das war nicht okay. Gasly ist, glaube ich, heute oder war am Rennen der Mexican oder der French Minister of Defense, weil, also, was der geliefert hat, der hat Hamilton, glaube ich, 30, 40 Runden lang hinten gehalten. War natürlich ein bisschen eine Demonstration, würde ich sagen. Ist auch, keine Ahnung, ihr Hauptsitz ist nur ein paar Kilometer von der Strecke entfernt. Also der Hauptsitz von AlphaTauri. Und deswegen, glaube ich, hat man sich da ein bisschen auch... Er hat es gut gemacht, muss man sagen. Es gab ja nur die eine Möglichkeit, der Start und Ziel, und durch das Hoppeln und so weiter musste Mercedes sowieso früher bremsen. Ja, auch ein Rennen zum Vergessen für Hamilton. Das war echt nicht gerade die beste Leistung. Und hier dann, ja, in der Runde 54... die waren nochmal alle in der Box, alle haben sich hochgeholt und war Leclerc vor Perez, aber der hat ihn dann überholt, weil Perez eine Runde vorher drin war, und dadurch ist Leclerc ein bisschen, also er hat ihn gepusht richtig, ich meine, er hat Runde für Runde ist er hinterher gefahren, er hat auch schon überholt probiert und so weiter, und ja, in Runde 54, dann in Kurve 14, 15 hat es dann ein bisschen übertrieben, den Körb, diesen Randstein, also diesen gelben Körb, ein bisschen zu fett überfahren, in der Luft hat er dann das Auto verloren. Gott sei Dank konnte er weiterfahren, hier haben wir nochmal das Manöver, zack, und ja, man sieht es dann, hier kam der Gegenpendler, er war mit allen vier Rädern in der Luft, wusste auch nicht genau, ob es ein Flügelschaden war. Ja, da ist ein ganz kleiner Teil weggeflogen. Er ist dann auch gleich in die Box gefahren. Und ich spule mal vor. Genau, er ist dann in die Box abgebogen. Man hat ihn auch eine neue Nase gegeben. Und das war halt dann auch ein bisschen... Das war... Hier haben wir noch... Ja, genau, hier. So, hier fliegt er drüber. Und zack, mit allen vier Rädern beim Landen. Ja, ist ihm dann das Heck... Ja, hat ihn dann das Heck überholt. Sehr dumm, wirklich. Also ein Fahrfehler auf jeden Fall. Er hat dann auch zugegeben, es tut ihm leid. Er wollte aber auch per Du die gelben Reifen haben und nicht die roten. Und so gab er auch der Box ein bisschen die Mitschuld. Aber hat natürlich gesagt, das war sein Fehler. Er hat einen Fahrfehler begangen und das wird nicht wieder passieren, hat er gesagt. Ja, dann hat er nochmal so eine kleine Aufholjagd die letzten 10 Runden. Erst Magnussen, dann, Vettel auch noch. Bis er dann ja auf dem sechsten Platz stehen, oder siebter Platz, glaube ich, sechster Platz ist geworden. Und vorne wäre es so cool gewesen, das wäre, glaube ich, die Genugtuung für Bottas gewesen. Ja, Russell ist eigentlich, durch diesen Unfall ist auf jeden Fall mal Russell, Norris auf dem dritten Platz vorgerückt, aber auch Russell, der ein sehr unscheinbares Rennen gefahren ist, gegen keinen richtig gefightet hat, außer am Anfang mal gegen Magnussen, den er sich gecatcht hat, die hat noch richtig Probleme dieses Wochenende, die Haas, ist dann auf dem vierten Platz herumgekurvt, bis dann Runde für Runde immer wieder Bottas näher kam, und der hat sich dann auch rundenlang ein bisschen herumgetan, ihn zu überholen, aber hat nicht gereicht, ganz, ganz knapp hier dann noch an Vettel vorbei, und das war's dann, P3, P3, für ja, das war sehr cringe ein bisschen, wie er da gejubelt hat, aber natürlich, ich freue mich für ihn, erst die Zukunft auf jeden Fall, mit Verstappen, mit Leclerc, mit Norris, das ist die Zukunft der Fahrer, und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Proud of you all. Hier haben wir nochmal Podium. Und es ist, glaube ich, eigentlich schon eine Tradition, dass Norris in Imola den dritten Platz holt. Letztes Jahr nämlich genau das Gleiche. Und da haben wir auch die Entschuldigung von Toto Wolff, der sich wieder fühlt. Hört es mal an. What we deserve to score as a result. So we'll move from there. But this was a terrible race. Yeah, no worries, Toto. Keep working hard. Yeah, we will come on. Mach dir nichts draus, lass uns dran arbeiten. Er hat doch gesagt, es tut mir leid, das ist nicht das Auto, das du verdient hast, und es ist auch nicht konkurrenzfähig. Er weiß auch, dass viele, viele Probleme da sind, und ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Und es ist natürlich auch sehr außergewöhnlich, dass sich der Teamchef beim Fahrer entschuldigt, dass das Auto so schlecht ist. Es steckt, George Russell hat da wahrscheinlich ein bisschen mehr Erfahrung in puncto schlecht, schwierig zu fahrendes, schlechtes Auto zu,
Top oder beziehungsweise zu einer mega Position rauszufahren. Mit seinem Williams hat er ja jahrelang immer wieder mega Positionen rausgefahren. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Was für ein tolles Rennen. Wir werfen noch am Endstand hier Verstappen und Perez einfach eine Demonstration von was für ein gutes Auto. Die 5 Kilo, die man in Vergangenheit, die man zum letzten Rennen gefunden hat, sind auf jeden Fall gut geworden. Norris auf 3, super tolles Rennen gefahren. Unscheinbar, mega konstant, fehlerlos, aber im Regen ist er eigentlich immer da. Auch Russell, wenn es so nass, feuchtler die Bedingungen sind, ist George Russell da. Die Briten können anscheinend Regen. Leclerc, Bottas auch mega gut, wirklich. Also ich werde immer mehr zum Bottas-Fan. Der ist so ein konstanter, cooler Fahrer. Er geht keine Risiken ein beim Fahren. Er fährt fair, hat es gibt, glaube ich, keinen Unfall, wo Bottas primär schuld dran war. Vielleicht teilweise letztes Jahr gegen George, aber das war auch persönlich, denke ich mal, dass er da abgedeckt hat. Da haben sich zwei Hitzköpfe aneinander getroffen, aber trotzdem, Bottas ein sehr fairer Fahrer. Leclerc, schlechtes Wochenende abhaken. Er reist mit einem 27-Punkte-Vorsprung nach Miami an. Trotzdem ein tolles Wochenende gefahren, bis auf diesen Fehler. Yuki, von 17 auf 7, er ist in der Formel 1 angekommen. Vettel, auch im Regen unschlagbar. Also, der ist wirklich im Regen toll. Auch zeigt auch, dass da im Aston Martin noch ein Ticken Energie drin steckt. Auch wenn das Auto richtig grottenschlecht ist, aber die haben auch von ein paar Fehlern natürlich profitiert. Aber auch so toll gefahren. Die Haas, also die haben in den ersten drei Rennen richtig gut ausgesehen. Aber auch Magnussen, ich glaube, der hatte einen schlechten Start. Und da hat er eigentlich, der Start, der bei den meisten schlecht war, hat dann auch das ganze Rennen beeinflusst. Weil die DRS-Züge, die waren einfach grausam. Was soll ich sagen? Albon auf dem 11. Platz, ganz knapp an den Punkten. Stroll natürlich 10. Beide ersten Martins holen Punkte und sind somit auch das letzte Team, das auch Punkte geholt hat. Schumacher, auch abhacken. Miami kommt bestimmt. Da hinten will man, glaube ich, Haas nicht mehr sehen. Ricardo, das sind halt die Fahrer, die richtig Pech gehabt haben heute. Die richtig Pech beim Rennen hatten. Latifi, ich weiß nicht. Und auch Su Ocon. Der Ocon auch, konnte auch nichts für die Unsafe. Su, durch diesen Unfall mit Gasly, muss man sagen, war eigentlich auch das von vornherein klar, dass wenn da jetzt nichts Spektakuläres passiert, dass der nicht weit nach vorne kommen wird. Schumacher, wie gesagt, Ricardo. Ich freue mich auf jeden Fall auf Miami. Abonniert gerne den Channel kostenlos und schaut gerne auf TikTok, Instagram und so weiter vorbei. Links mal in der Bio und abonniert gerne kostenlos. Bis zum nächsten Mal hier oder später auf TikTok und